Moin Leute und willkommen zurück zu Terra Nigma. So, wir werden uns jetzt nach Orkania begeben. Wie versprochen, ich fliege dich. Das geht ganz schnell. Ja, wir wollen nach Orkania. Halt dich fest. Ja, das ist die Zaubermöwe. Die kann nämlich fliegen ohne Wind. Tja, was soll's. Ist auch völlig Banane, wie die fliegt. Da ist nämlich Orkania. Jetzt fliegt die noch 8-mal im Kreis. Es ist so unnötig. Oder war das da? Nee. Graydell. Ja, doch, war richtig. Ach, schon ein bisschen dusselig. Orkania. Ich weiß, dass wir den Wind zurückholen mussten, aber ich weiß nicht mehr, was wir... Ach, ja, okay. Just erinnert. Wir müssen nämlich die drei Steine hier reinschmeißen. Ark hört die Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vögelgezwitscher? Ich spüre des Frühlings Hauch. Endlich, der lange, harte Winter ist vorbei. Die Welt war doch voll mit Lava und so. Na egal. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Auf geht's. Direkt Windy Weather. Nice, nice, nice. Kommt eine Zwischensequenz? Ne, okay, ich kann mich einfach nochmal... Das war's schon. Okay, ich dachte, das wäre noch irgendwie ein bisschen cooler. Damit haben wir den Wind erweckt. Toll, Ark, der Wind ist zurückgekehrt. Endlich. Wir müssen los. Lass uns dem König die frohe Kunde berichten. Alles klar. Ja, jetzt fliegen wir nochmal 18 Mal im Kreis. Einfach weil... weiß ich auch nicht, weil es so ist. Badabadabab. So. Dann sneaken wir uns direkt mal hoch zum König. Das speichere ich jetzt nicht. Das ist, auch wenn man sagen sollte, alles, was man an Progress macht, sollte man speichern, damit man es nicht erneut machen muss. Aber egal. So, wir sprechen gerade wieder... Geil. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Ich glaube, den habe ich auch noch nie benutzt. Na, egal. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Okay. So. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Ark. Ich fliege zu einer kleinen Insel namens Imbecilia. Kommst du mit? Ich weiß nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Ich dachte eigentlich, dass wir uns jetzt... Wir fliegen da mal hin. Ich weiß nicht mehr, was das bringt. Oder was das ist. Oder wo das ist. Aber... Schauen wir uns an. No. Vielleicht, wahrscheinlich ist es einfach nichts. Ich erinnere mich wirklich gar nicht dran. Weil eigentlich müssten wir uns jetzt auf den Weg machen nach... Ah, ich weiß auch nicht mehr, wie das Gebiet heißt. Aber halt, um die Tiere zu erwecken, sozusagen. Okay. Ist hier später vielleicht was? Keine Ahnung. Egal, egal, egal. Wir fliegen einmal zurück, würde ich sagen. Ja, zum Sanktum zurück. Fliegst du mich? Na klar, natürlich. Es geht gleich los. Halt dich fest. Alles klar. Die, 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 die.
Delidit. Ja, das war unnötig. Aber ich glaube, das habe ich früher auch nie gemacht zu dieser Insel. Ich glaube, einmal und dann wusste ich wahrscheinlich, dass da nichts ist. Und jetzt einmal unnötig geflogen. Aber es macht doch nichts. Ist dann so. Müssen wir auf jeden Fall mit einer anderen Möwe quatschen. Und ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr werdet von einer Möwe irgendwo hin und her getragen in so einem Beutel. Alter, entweder sind das solche Möwen, so, keine Ahnung was, Spannweide, oder ihr seid echt klein und leicht. Nach Okania möchte ich nicht. Ich spreche natürlich die richtige als letztes an, ne? Vielen Dank für alles, der Wind, neuen Kontinent. Ich bringe dich, wohin du willst. Ich fliege jetzt ins Paradies der Tiere, nach Safarium. Wir wollen nach Safarium. Auf jeden Fall. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los. Halt dich fest. Voll die Killermöwen, Alter. Ich weiß doch gar nicht, wo das ist. Wahrscheinlich in Afrika. So tendenziell würde ich sagen, passt. Ah, ich weiß ganz nicht genau. Keine Ahnung. Ja, sieht schon nach Afrika aus. Sahara, ja, okay. Oder fliegen wir drüber? Nee, Savanna. Ja, doch, da müsste das sein. Das hört sich gut an. Ich glaube, der Part wird auch... Wobei, der Part wird, glaube ich, ätzend, aber ist erst danach, glaube ich. Was ist geschehen, Ark? Einst lebten unzählige Tiere hier, es war wie im Paradies. Lonzo, das Nashorn, Kamensky, die Kröte und Leon, der Löwe. Wer kennt nicht die Kröte Kamensky? Ah, schön, geiler Name. Leon war gerade Vater geworden, was ist nur mit ihm geschehen? Voll die Heu... Oh, die arme Möwe ist am Heulen. Das Leben kann ganz schön hart sein. Okay, wir schauen uns erstmal um. Wo kann man... Ah, da konnte man durchkrabbeln, ne? Ja. What is here? Oh, Speicherpunkt. Ja, okay, jetzt können wir nochmal speichern. So. Bop. Ich weiß auch nicht, ob wir hier jetzt schon was machen können. Oh, hier gibt's Händler. Ich kann dir bestimmt helfen. Knolle, Knolle, Knolle. Oh, was ist das? Fluch. Ja, wir nehmen mal so ein paar mit. Okay, mehr hat er nicht. Magier, okay. Oh, den kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Kaufen wir. Habe ich den schon? Verursacht Erdbeben. Nehmen wir auch mal einen mit. Einfach, um ihn zu haben. Orkan haben wir, glaube ich, auch nicht. Das war der Dingszauber und der Dingszauber. Wer kennt sie nicht, die Dingszauber? Ich guck mal ganz kurz. Ah, ne, das war falsch, ne? Ich muss in die Bibliothek. Da. Nein! Oh, oh, oh. Ah, diese Menüführung. Ein Traum. Zaubertruhe. Ja, so viele fehlen insgesamt gar nicht mehr. Hier fehlen noch 4 und da 3. Aber die 3 bekommt man immer durch. Durch so Ereignisse, die man im Storyverlauf erledigt. Ja, ich glaube, hier ist noch nichts. Hier sind dann so die Löwen und die... Ich glaube, nur die Löwen sogar. Tierfels. Ja, nee, hier ist nichts. Können wir hier wieder runter, wenn ich hier jetzt so schwimme? Ja, okay, cool. Dann kommen wir später wieder. Dann holen wir jetzt erstmal die Tiere zurück. Ich kenne, also ich erinnere mich noch an das Gebiet ganz dunkel. Aber wir gucken uns hier jetzt erstmal um. Was ich auch ganz cool finde, ist eigentlich, dass dieses Spiel keine Random Encounter hat. Ich meine, das würde ja auch nicht passen. Aber ist halt ganz schön. Du kannst dich auf der Weltkarte bewegen, wie du Bock hast. Ist das hier schon? Sui, ja, doch, genau. Hier bin ich richtig. Hier ist links lang. Links lang geht, klingt immer am Anfang besser. Oh, neue Gegner. Easy, ein Schlag tot. Hallo.
Bin ein ganz schön starker Dude, ey. Starkes Ark. Hallo. Töte den. Ach, die bewegen sich aber auch weird, ey. Die Mucke ist voll geil. An die erinnere ich mich aber nicht mehr. Waren die Schildkröten nicht auch so blöde? Ja, die explodieren am Ende, ne? Ah. Oh, da oben kann ich auch noch lang. Hallo? Schön viel Money wieder. Die IP nehmen wir mit. So viel sei gesagt. So. Ein getrockneter Baum hier. War ein ausgetrockneter. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen lost durch die Gegend. Oh, eine Seele. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in Sue. Ach, stimmt. Ich glaube, ich muss in jedem Bereich so 4 Seelen befreien und dann zu dem Altar, glaube ich. Und dann regnet das in dem Bereich wieder und diese Bereiche sind voll mit Wasser oder so. Oder passiert das erst am Ende? Aber irgendwie so. Ich glaube, das ist, das macht Sinn, dass es so war. Also ich glaube, bin mir ziemlich sicher. Oh, Schildkröten sind nice. Die droppen immer Money. Oh, da ist eine Kiste. Sehr cool. Hallo. Stand da gerade, Riesenkröte muss niesen. An jedem der Regenaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Ja, tatsächlich. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Aber ich habe ja jetzt 2 Seelen. 2 Seelen habe ich. Aber die Frage ist, wie viel ist ein Bereich? Oh, ich glaube, das ist so ein Altar. Ja, okay. Altar 1. Dann brauchen wir noch 2 Seelen. So. Boah, wenn das da steht immer, höre ich auch auf zu rennen. Das ist einfach dumm, ey. Oh, geröstet. Roast the Ark. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir gehen mal da lang. Ich weiß echt nicht mehr, was so ein Gebiet einfach ist. Keine Ahnung. Erkennt man das? Oh, eine Seele. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, ich habe ja einen gefunden, aber der bringt mich nicht weiter. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Ah, vielleicht wenn es geregnet hat hier in dem Bereich. Das könnte sein. Oh, ja, hier, Seele. Geil. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, ich weiß. Oh, da komme ich nicht hoch. Okay. Ich glaube, dann habe ich hier... Oh, warte mal. Nee, doch, okay. Dann müsste ich hier theoretisch alles haben, soweit, oder? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe zum Altar, könnte ich mir vorstellen, dass ich den jetzt nutzen kann. War ich hier schon? Ja, ne? Nee, das ist die andere Seite. Ja, okay. Nee, hier war ich noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Okay. Hey, die droppen immer Geld. So ein 10er einfach. Jetzt muss ich mal überlegen, wo die war. Hier war der Altar, ne? Ja, scheiße, dass sie da schon war, ey. Da haben wir viel Zeit sparen können. Egal. Macht nichts. Macht nichts. Nixi Bixi. Ach komm. Ich will dich nur eben töten. Boah, immer Geld. Richtig nice.
Hallo. So, mal schauen. Ob das dann die, vielleicht ist das auch so, dass ich gar nicht weiterkomme, ohne hier den Altar besucht zu haben. Ja, okay, nice. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Ah, diese Musik, die ist auch gut, ey. Oh, es wird sogar grün. Ah, cool. Aus der ausgetrockneten Öde wird wieder ein fruchtbares Land. Die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Sehr schön. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück, weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Das ist unser Ziel. Die Möwe sagte, ich solle hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamensky und Leon, den Löwen und König aller Tiere treffen. Alles klar, weiter. So, wir sneaken jetzt erstmal die Truhe da weg, glaube ich. Ich glaube, da können wir jetzt hin, ne? Ja, nice. Oh, ein Abwehrelixier, schön. Hauen wir uns auch direkt mal rein. Abwehrelixier. Ja. Wahrscheinlich auch um 1 erhöht oder so. Ja, nice. Wupp. Die Frage natürlich, kann ich hier noch was machen? Nee, ich denke mal nicht. Okay, dann zurück. Hey, schon wieder Geld. Da ist echt drauf verlassen. Wird es gerade dunkel? Ja, tatsächlich. Ach, es fängt dann zu regnen. Wie löslich ist das denn? Jetzt ist die Frage, wo ich weiterkomme. Oh, das kann man anheben. Oh, wir hatten noch irgendwo so eine Kiste. Nee, so ein Bereich, wo ich erst nicht hinkam. Da habe ich noch gesagt, ja, vielleicht, wenn es geregnet hat. Das war hier oben, oder? Oh ja, hier, genau. Was? Der Baum ist einfach weg. Okay, das ist für mich ein bisschen... Oh, zwei Truhen, geil. Dornenlanze, davon habe ich reichlich. Die Frage ist, was ist das? Ich sneak mal eine... Oh, shit. Ach, ich habe die... Okay, ich muss eh ins Menü. Ja, es ist eine Wunderknolle. Ja, wir futtern die mal eben. Dann sind wir auch wieder voller Energie. Waffe. Geil, ey. Hier kommt eine Waffe nach der anderen rein. Oh, eins mehr. Ein Schaden mehr. Oder ein Stärke mehr, besser gesagt. Hat die eine... Dorniger als ein Dieselstrauch. Alles klar. Das ist ja mal Beschreibung aus der Hölle. Bestens. Jetzt haben wir so grüne Waffe. Ah, geil. Geil. Aber wir können hier jetzt, glaube ich, rüber, ne? Hier, wo wir vorher nicht rüber kamen, können wir eine Abkürzung nehmen. Ach, diese blöden Büsche. Oh. Sonnenlicht bricht durch. Okay, ich muss jetzt gucken, wo ich weiterkomme. Hier war der Anfang, ne? Boah, ich habe keinen Schimmer, ey. Ohne Witz. Boah, 122 kritisch. Oh, keine Münzen von der Schildkröte.
schauen wir hier mal. Oh, was, was zur Hölle? Ist das ein Gegner? Nee. Als Dämonen auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es je der Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Okay. Oh, was sind das für komische Viecher? Egal, sind tot. Haha. Einmal Gegengift und davon habe ich genug. Mann, ey, nervt ja. Wanderknolle. Auch wenn sich das nicht lohnt, aber ich habe halt keine Lust, die jetzt hier drin liegen zu lassen. Ist ja schon sinnig, die mitzunehmen. Und die KP vorher aufzufüllen. Wäre ich jetzt nicht mit voller KP hier am Rumrennen, mit voller KP am Rumrennen, dann würde ich das nicht machen. Ach, komm. Oh, wir haben direkt auch Level Up. Dunkle Wolken. Wird mir einfach nicht angezeigt. Level 13 doch. KP um 7 erhöht, Stärke um 1, Abwehr um 2 und Glück um 1. Geil. Oh, ja, okay. Spring direkt runter. Da ist noch eine Kiste. Komme ich aber, glaube ich, nicht hin. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich muss machen muss. Oder... Scheiße, komme ich da hin irgendwie? Ich glaube, das sah nicht danach aus. Nee, okay. Dann muss ich hier auch wieder auf Wasser hoffen. Nee, okay. Schade. Na, okay. Links. Hallo. Bin ich hier nicht am Anfang? Ja, oder? Ja, ich bin hier am Anfang, ne? Ja, ich glaube schon. Sieht ziemlich danach aus. Manchmal bin ich echt schlecht in sowas, ey. Da muss ich ja... Wo muss ich denn dann hin? Ja, hier ist Start. Hä, habe ich irgendwas übersehen? Da rechts? Kann ich hier weiter? Nee, da war doch gerade nichts, oder? Ach doch. Oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Nee, von hier komme ich doch, oder? Ich bin gerade wirklich ein bisschen... Hä? Doch, hier war ich auf jeden... Naja, hier war ich auf jeden Fall. Ah ja, gerade eben sogar. Bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Boah, ich bin so verloren. Hä? Ja doch, okay, ist doch einmal im Kreis gelaufen. Aber wo muss ich denn dann hin? So, wir gehen jetzt in einen Bereich, wo wir keine Pflanzen und so haben. Okay, hier waren wir schon. Oh, da kann man auch nach unten. Ah ja, da. Aber hier kam ich doch auch nicht weiter, oder? Ach, sind da immer so Viecher unter? Ey, wie verwirrt ich hier einfach durch die Gegend renne, Mann. Also, eigentlich müsste ich doch irgendwie durch das Wasser weiterkommen, oder? Wo ich war. So, hier bin ich ja dann, das ist da der Bereich, den ich fertig habe. War hier? Ja, von hier komme ich, genau. Und da rechts komme ich ja nicht weiter, oder?
Oh, doch. Hier vielleicht? Ja, sieht gut aus. Hier war ich noch nicht. Die zwei Steine sagen mir nämlich nichts. Ah, brauche ich hier den... Ich brauche den Granitschwer wieder. Echt jetzt? Das ist ja dumm. Oh, eine Kiste. Ein Gegengift. Müssen wir echt den Granitschwer nochmal ausrüsten, ey. Das ist ja dusselig. Na gut, nützt ja nichts. Das Spiel will das so. Bam, kaputti. Die Frage ist, kommen noch mehr solche Stellen? Oh, eine Seele direkt. Okay, ich muss einen Regenaltar finden. Oder du, keine Ahnung. Oh, ich glaube, da war... Ja, da ist ein Loch in der Hecke. Ja, auf euch Schildkröten war auch mal mehr Verlass, was die Geldzufuhr betrifft. Warte, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Oh, eine Kiste, sehr schön. Oh, und die zweite Seele. Du musst einen Regenaltar finden und eine Kiste, eine Heilknolle. Geil. So, dann können wir hier auch weiter, glaube ich. Okay, hier ist nichts. Hier ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Kann man da lang? Ne, kann man nicht. Nanu, diese Felswand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Musste man das nicht so machen? Oh Gott. Ne, okay. Ich glaube nämlich, wenn die niesen... Ja, genau. Ah, ich bin... Ah. Skill ist da. Oh, und noch eine Seele. Sehr schick. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, ich bin ja auf der Suche. Aber uns fehlt noch eine Seele, glaube ich, hier, ne? Wir hatten, glaube ich, nur... drei jetzt, ne? Oh, ein Kristall und hier ist auch die letzte Seele. Sehr schön. Okidoki. Altar 2. Sehr cool. Oh, ich kann schon direkt wieder laufen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ist... Okay, es gibt keine zweite oder eine weitere Animation. Ich würde diese Folge jetzt beenden. Und die andere Hälfte von Zoe machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Bis dahin, Leute. Ciao.